Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie man einfach und schnell in nur 10 Minuten deinen Gefrierschrank abtauen und reinigen kannst. Mit diesem tollen Trick. Erstmal den Gefrierschrank ausschalten, danach kochst du heißes Wasser und tust du, so wie ich gemacht habe, in Topf oder in Auflaufformen. Unten gefriert tust du ein Tuch, damit das Wasser nicht auf den Boden läuft und lässt du ca. 5 Minuten mit dem heißen Wasser, so wie ich gemacht habe. Nach ca. 5 Minuten das Eis fängt an zu schmelzen. Schaut euch an, wie bei mir passierte. Jetzt kannst du nach 5 Minuten schon vorsichtig mit einem Holzlöffel den Eis langsam und vorsichtig wegmachen. Dann nimmst du die Töpfe weg, den Topf und den Auflaufform. Und dann kannst du die ganze Eis wegmachen und diese Prozedur mit heißes Wasser habe ich zweimal wiederholt. Wenn das Wasser noch nach 5 Minuten schnell, also kalt wird, dann kannst du nochmal heißes Wasser. Also zweite Mal. Einfach mit einem Tuch abtrocknen, kurz reinigen. Dann kannst du dein Lebensmittel wieder in die Schublade und alles ist super sauber und gereinigt. Eigentlich, normalerweise muss man diese Gefrierschrank regelmäßig abtauen. So kannst du Strom sparen und Geld sparen damit. Probiere es unbedingt, diesen Trick einmal aus. Es wird euch helfen.